Wir wurden heute alarmiert zur Rettung einer Person. Genaueres war bei der Alarmierung noch nicht bekannt. Es hat sich dann aufgrund der Rückmeldung der Leitstelle in Trier ergeben, dass wir die Höhenrettung von Trier parallel mit alarmiert haben. Einfach nur, dass wir Einsatzkräfte genug vor Ort hatten. Haben an einer Stelle festgestellt, dass die Person alleine ist und auf dem Plateau des Altfelds oben drauf liegt. Sind dann zusammen mit dem Rettungsdienst zur Person gesichert vorgestiegen. Der Rettungsdienst hat die Person betreut. Später kam der Notarzt hinzu, hat die Person dann versorgt. Nachdem die Person versorgt war, wurde sie von uns umgelagert in die Schleifkorbtrage. Und für uns hat dann eine relativ schwierige Rettungsmaßnahme begonnen, da auf dem Altfeld selber keine Festpunkte für uns zur Verfügung stehen. Mussten wir uns mehrere Konstrukte bauen, für einen Festpunkt zu finden, was dann schließlich aber auch funktioniert hat und die Person wurde dann von uns am Felsen direkt runter abgeseilt. Das Herankommen selber ist relativ einfach, da der Felsen als Wanderweg gesichert ist. Das normale Vorsteigen ist da kein Problem. Die Schwierigkeit ist halt nur, das ganze Material einmal bis hinzubringen und dann rückwärts halt eben mit dem Patient ist der Weg nicht mehr begehbar. Die Rettung an sich hat etwas länger als eine Stunde gedauert. Es war auch etwa die Anflugzeit, die der Hubschrauber gehabt hätte, um mit der Winde die Person direkt von dem Felsen runterzuholen. Da das noch 10 Minuten länger gedauert hätte, haben wir uns dann dazu entschieden, die Person abzuseilen und nicht auf den Hubschrauber zu warten.